Alles willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online mit unseren Khajiit Nekromanten und die gute Sandy ist auch wieder am Start. Wir befinden uns ja gerade auf dem Weg, Vardaan zu finden. Ja, Khan wird uns hier begleiten und ich würde sagen, wir gehen einfach mal los jetzt hier. Lang genug haben wir jetzt hier wieder gewartet. Sehr viel haben wir uns in letzter Zeit unterhalten mit den ganzen Crewmitgliedern etc. Jetzt geht es heute ein bisschen ans Kämpfen. Dass wir da reinkommen hier. Der Gute. Aber er hat es nicht verlernt. Glocken. Schauen wir mal, wie groß ist eigentlich die Höhle. Ja, da wird ein Wegpunkt angezeigt. Aber da ist er, glaube ich, nicht in der Höhle drin. Ich werde diesen Ort vollständig ausrauben. Später. Okay, wenn er das sagt. Damit will ich auch nichts zu tun haben. Da sind ja einige Spieler hier am Start, also heute wird eine Menge los hier um die Uhrzeit. Das ist auch ein sehr schönes Bild. Ich weiß gar nicht, ob wir da unten eventuell hin müssen. Schauen wir mal. Ich glaube, wo ist ja Khan? Ach, das ist hinter uns, alles klar. Übrig sich noch ein bisschen, das Kämpfen momentan, da jetzt so viele Spieler hier unterwegs sind, sind teilweise auch die ganzen... Sie immer noch bitten, die Insel zu verlassen. Nee, nee. Wir sorgen hier für Recht und Ordnung auf jeden Fall. Sind wir bald da? Ja, wir sind gleich da. Sehr gut. Abgeschlossen. Findet Vardaan, hört Vardaan zu. Wo ist er hin? Endlich. Ein Erfolg. Ich kann das Geisterreich betreten. Die nächste Phase unserer Mission kann beginnen. Was für ein fieses Lachen da im Hintergrund. Verlasst das Versteck, aber wir haben ja noch Vardaans Tagebuch, was wir uns mal angucken werden. Ich weiß gar nicht, wollen wir das eben vorlesen? Wir schauen mal. Ja, das kann ich vorlesen. Eine Durchsuchung der alidischen Ruinen brachte keine neuen Erkenntnisse. Ich frage mich, ob die alten Geschichten nur dazu waren, Grabräuber abzuschrecken. Königin Nuresse trauerte um den toten König. Vielleicht hat sie alles nur erfunden. Drusilla kehrt morgen zurück. Vielleicht findet sie etwas, das ich übersehen habe. Drusilla hatte kein Glück. Die Ruinen bleiben ein Rätsel. Falls sich hier eine große Macht befindet, wissen wir nicht wo. Drusilla machte den Vorschlag, Orks aus der Gegend zu verhören. Unter Zwang geben sie ihnen vielleicht Einzelheiten bekannt, die wir noch nicht herausgefunden haben. Wir werden welche finden, die keiner vermissen wird. Erfolg! Durch die Verhöre erfuhren wir, dass es eine versteckte Tür unter der Ork-Festung gibt. Sie könnte in der sagenhaften Bibliothek des alten Königs Renwick führen. Wenn die Legenden wahr sind, befindet sich in der Bibliothek die Information, nach der wir suchen. Ich habe dem Grabessänger Bericht erstatten lassen. Falls er sich weigert, Hilfe zu senden, werde ich seine wahren Absichten kennen. Hilfe ist angekommen, verfluchte Grabessänger. Ich erwartete Adepten höchsten Kalibers. Stattdessen bekam ich Initianten, die bisher gerade mal ihre erste Leiche erweckt hatten. Der Grabessänger amüsiert sich sicherlich köstlich, aber als Katapultfutter genügen Initianten allemal. Während sich die Orks ablenken, wird sich ein Spion die versteckte Tür in die Bibliothek schleichen. Ich bin sicher, dass sich die Schriftrolle, nach der wir suchen, dort befindet. Und letzter Eintrag, endlich! Die Schriftrolle bestätigte eine Macht hier, die meine kühnsten Erwartungen übertrifft. Den Orks dieser elenden Insel wegzunehmen, ist erst der Beginn unserer Kampagne. Wenn ich die Macht erst in meinen Händen halte, werden die Armeen des Deutschlandsbündnisses vor uns wie Blätter vom Baum fallen. Ich frage mich, wie der Grabessänger seine Versagen rechtfertigen will, wenn ich Glenumbrien an ihm vorbei erobert habe. Das also sein Tagebuch. Wir können hier direkt einmal raus. Viel gekämpft haben wir, wie gesagt, nicht. War ein ganz entspanntes Durchlaufen. Ich hole euch später wieder ein. Man muss diese Blutdornen ausrauben. Er will unbedingt was plündern. Er soll er ja machen. Wir gehen zurück nach Bednik. Und im Hinterkopf müssen wir behalten, wenn jetzt hier nicht einer gleich ist. Ja, doch, ist natürlich gleich unten jemand. Sprecht mit Laganak. Können wir einmal runterhüpfen? Hallo? Ach, da unten. Ui. Gleich nebenan. Ihr seid zurück? Was habt ihr über die Pläne der Blutdornen erfahren? Sie versuchen verzweifelt ins Geisterreich zu gelangen. Diese Narren! Hatten sie Erfolg? Ja, ich sah, was geschehen ist. Die drohenden Gefahren werden deutlicher. Ich werde versuchen, Häuptling Tazgul davon zu überzeugen. Obwohl ich bezweifle, dass er auf die Worte eines Außenseiters hören wird.
Die Anstrengungen, die ihr für uns unternehmt, ehren euch. Machen wir doch gerne. Wir kriegen einen schönen Dolch als Belohnung, den wir aber nicht tragen werden. Jetzt schauen wir mal. Wir haben jetzt hier den Wegpunkt, den wir uns gleich holen. Dann können wir schon mal den südlichen Altar aktivieren. Und da haben wir den westlichen, den nördlichen und ansonsten erstmal keine Quest weiter. Wegpunkt. So, Rang 6 Zerstörungsstab haben wir erreicht. Sehr schön. Müssen wir auch mal gucken, wenn wir ein paar Fertigkeitspunkte haben, dass wir die dann weiter investieren in unseren Skillbaum. Schauen wir erstmal hier, was jetzt am Schrein passiert. Ich weiß, was ihr vorhabt, Eure Hoheit. Was wollt ihr hier? Verlasst sofort mein Gemach. Ich werde nicht zulassen, dass Alkeir in die Hände der Rotwardonen fällt. Alkeir in den Händen der Rotwardonen? Tränen von Zed. Ihr habt den Verstand verloren. Tut mir leid, aber anders geht es nicht. Nein, bitte. Meieiei. Was uns da noch erwarten wird hier. Wo gehen wir jetzt hin? Wir nehmen jetzt den westlichen Schrein. Junge, Junge, ist hier heute viel los. Oh, die Wölfe schlafen hier ein bisschen. Immer natürlich das Auge offen halten nach neuen Quests, die wir eventuell annehmen können. Aber ich glaube, da werden wir so einige noch finden. Eventuell hier links abbiegen. Ja. Schauen wir mal, ob die Geschichte weitergeht oder ob man noch einen anderen Teil erfahren wird. Man weiß es nicht. Jetzt gehört ihr zu uns. Geht, verteilt unsere Gabe. Kleine Werwölfchen. Gut, klein sind sie wahrscheinlich nicht mehr. Aber da vorne gibt es wohl eine Quest. Wir hüpfen einfach mal hier runter. Wir laufen jetzt einfach mal in die Richtung. Huch. Ja. Ein kleines Lager haben wir hier. Verdammt, Skruger. Hört auf damit, so ein Aufhebens zu machen. Skruger und Garnick. Können wir mit Skruger reden? Wenn er verletzt ist, dann ist Garnick ein Troll. Ja. Oh, Sandy, geh mal da raus, Mensch. Wenn ihr nicht aufhört zu starren, Außenseiter, werde ich euch die Einnahme aus Siniums doppelt zurückzahlen. Ein paar Kratzer stören mich nicht. Was ist euer Problem? Ihr taucht einfach hier auf und denkt, ihr werdet was Besseres? Falsch gedacht. Vielleicht bin ich besser. Große Worte. Beweis, dass etwas an ihnen dran ist. Ich wette meine Axt, dass jeder meiner Jäger euch in einem Duell besiegen kann. Die Wette halte ich. Schlagt drei meiner Jäger in Duellen und meine Axt gehört euch. Soll dabei nicht etwas auf dem Spiel stehen? Kein Bedarf. Der Verlust eurer Würde wird mir Belohnung genug sein. Na, er ist schon ganz schön von sich überzeugt. Er duelliert euch mit Wellenbrecherjägern. Da haben wir Nummer 1. Durch Starren verliert man schnell seine Augen. Seid ihr an Duell interessiert? Ich bin immer bereit für einen Kampf. Besonders wenn es gegen Fremdländer geht. Dann kämpft. Sprecht eure Gebete. Kann ich uns Skelett bloß schicken? Gleich mal schön explodiert. Magiker-Problem haben wir noch ein bisschen. Das merkt man jetzt auch, wenn man dann so einen längeren Kampf hat. Da wird es schon eng. Sagt sie noch irgendwas? Nee, sie hat nur Armauer. Da haben wir den nächsten. Oder beziehungsweise die nächste Jägerin. Können wir dasselbe sagen? Duell interessiert. Na dann los.
So, ich lade schon mal meine Waffe auf hier und hepp. Mein armes Skelett. Huch. Wieso? Ich hab doch geblockt. Was ist da denn los? Ich glaube, ich spinne. Na, noch ein. Wer will sich mir in den Weg stellen? Bin ich jetzt dran? Bereit für ein Duell? Meine Dolche sind immer bereit, euch eine Lektion zu erteilen. Ich bin bereit, wenn ihr seid. Ach, das sind ja auch Elite. Ich bin gar nicht aufgefallen. Wo ist mein Skelett? Sehr schön. Manchmal muss er jetzt acht dazu. Kein Grund, sich hämisch zu freuen. Aber alles gesehen. Meine Jäger brauchen eindeutig mehr Übung. Und meine Belohnung? Mein Wort ist so treu wie dieser Stahl. Nehmt meine Axt. Vielleicht lernt ihr eines Tages, wie man sie benutzt. Ich glaube, eine Handaxt werden wir in unserer Karriere nicht benutzen. Aber Dankeschön. Sagt er noch was? Verschwindet von hier. Ihr habt euer Willkommen ausgereizt. Okay. Können wir mit ihr nochmal reden? Gut, dass ihr meinen Bruder lächerlich gemacht habt. Er musste wieder ein wenig auf den Boden der Tatsachen gebracht werden. Haben wir doch gerne gemacht. So. Auf zum Nerd. Ah, da haben wir noch eine Hemischerbe. Und Düsterfeld entdeckt und natürlich eine neue Quest. Wow, was ist das denn für ein Geräusch? Einen Augenblick. Rozak Grokasun. Bleibt genau hier stehen. Kein Zutritt. Befehl von Häuptling Tatskul. Woher all diese... Was? Das ist auch eine gute Antwort auf seine Aussage. Woher sind all diese Zombies gekommen? Der Blutdornkult. Sie erwecken Zombies überall auf dem Friedhof. Ich bin hier, um die Leute von hier fernzuhalten, bis Kriegshäuptling Tatskul kommt und sie alle zermalmt. Macht ihr euch keine Sorgen darum, dass der Kult eine Armee erhebt? Ha, eine Armee? Das sind bretonische Zombies. Zerbrechliche kleine Leiber aus der Erde. Sie werden leicht zu vernichten sein. Falls euch trotzdem danach ist, Kultisten abzuschlachten, werde ich euch nicht aufhalten. Beginnt mit der Krypta in der Mitte. Ich habe da drin welche von ihnen gesehen. Ich werde mal nachsehen. Kommt ihr in Schwierigkeiten, dann seid ihr allein. So, was haben wir denn? Warum gibt es einen bretonischen Friedhof auf Bednik? Ist dies nicht eine Ork-Insel? Dies war vor hunderten von Jahren einmal eine bretonische Insel. Kriegshäuptling Utzkul und die Wellenbrecher-Orks haben die Bretonen ausgelöscht. Wir Wellenbrecher waren die wildesten Räuber der gesamten See, bevor wir uns hier niedergelassen haben. Was aber so besonders an Bednik? Stahl und Stein, wie könnt ihr das fragen? Hohe, gut zu verteidigende Klippen, ein freier Blick auf alle ankommenden Truppen und fruchtbares Ackerland fürs Getreide. Was könnte man mehr wollen? Utzkuls Frauen bestanden darauf, dass wir uns hier niederlassen, also haben wir es getan. Warum habt ihr euch nicht selbst mit Zombies gekümmert? Meine Befehle lauten, sie zu beobachten. Bis sie einen Ausfall wagen oder bis Häuptling Tatskul herkommt und ihnen die Köpfe abschlägt. Das ist alles. Ein Ork befolgt Befehle, selbst wenn sie dumm sind. Wenn euch die Insel gehört, warum lasst ihr dann den bretonischen Friedhof unberührt? Wir sind keine Wilden. Wir respektieren die Toten des Feindes. Wenn ein Ork stirbt, erhält er einen Grabhügel aus aufgeschichteten Steinen, auf die seine Waffen gelegt werden. Zu zeigen, wo er gefallen ist. Wir stecken unsere Toten nicht wie die Bretonen in den Boden. Trotzdem werden wir ihre Gräber nicht schänden. Na gut, dann untersuchen wir mal die zentrale Krypta. Oh, jetzt haben wir hier noch ein paar Blutdorn-Zombies. Stirb. Ih, was war das denn? Überlegener Plünderer. Wir haben, glaube ich, eine Monster-Trophäe bekommen.
genau. Die Geflogenheit, die Hände erhängter Mörder abzuschneiden, scheint Tamriel weiterhin beliebt und allgegenwärtig zu sein. Können wir beim Händler ein bisschen verkaufen, Gewinn bringt, sag ich mal. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir sind, glaube ich, noch ein Stück weiter rein, ja. Überall Zombies. So. Ich glaube, den nächsten müssen wir abbiegen. Huch. Hätte man blocken können. So. Und ich sehe die Himmelsscherbe. Sehr nice. Die holen wir uns mal als erstes. Nicht, dass wir hier noch vergessen. So, noch einen. Dann kriegen wir noch einen Fähigkeitspunkt. Perfekt. Dann gehen wir mal rein da. Ah, wollte gerade sagen, sieht aber leer aus. Sprecht mit Frederic Luniel. Seid gegrüßt, Fremder. Ihr seid kein Kultist. Helft uns, diese Nekromanten zu besiegen. Wie? Nehmt den Stab von Arkai. Eine mächtige Waffe gegen die Untoten. Ihr müsst den Stab zuerst aufladen und ihn dann einsetzen, um die widerlichen Abscheulichkeiten zu vernichten, die von diesen Nekromanten beschworen wurden. Wie lade ich den Stab auf? Die Frevler setzen finstere Magie ein, um die Toten zu erheben. Stört ihre Rituale und entfesselt diese Energie. Der Stab von Arkai wird sie in die nötige Macht verwandeln, um ihre finsteren Schöpfungen zu vernichten. Wer seid ihr? Zu Lebzeiten war ich eine Priesterin Arkais. Viele Jahre diente ich König Renwick. Ich war bei ihm, als die Wellenbrecher Orks hier einfielen. Wir sind gemeinsam von ihrer Hand gestorben. Der Wellenbrecher-Clan hat euch getötet? Viele sind durch ihre Klingen gestorben. Doch das ist lange her. Heute sind es die Blutdorn-Kultisten, die unsere Gräber schänden. Ich flehe euch an, sie aufzuhalten. Seid ihr die Wächterin dieses Friedhofs? Selbst nach dem Tod wache ich noch über meine Leute. Nekromantie ist Arkai ein Gräuel. Die Aura der Verderbnis wächst, während diese Diener des Wurms die Leichen meiner Landsleute schänden und aus ihren Gräbern auferstehen lassen. Ich brauche eure Hilfe, um sie aufzuhalten. Was könnt ihr mir über diesen Nekromanten erzählen? Die Nekromantie des Blutdornkults verdirbt die Natur. Sie werden von regen Mannen der übelsten Sorte angeführt. Verbündete von Manimako. Sie lassen unsere Toten auferstehen, um die Orks anzugreifen. Diese Schändung muss ein Ende haben. Natürlich werden wir auf jeden Fall helfen. Nehmt den Stab. Entladener Stab von Arkai. Der Stab von Arkai, der einst Frederic Luniel führte, im Laufe der Jahre hat er seine Kraft verloren. Nun, was haben wir hier? Also, erschreckt mich nicht so hier. Larissa ist da. Können wir mit ihr vielleicht nochmal reden? Stört die Rituale und tötet die Kultisten. Lasst die Energie aus ihren Entweihungen abfließen. Ja, wir hätten nochmal was zum Lesen. Ein protonischer Almanach. Ein protonischer Almanach, Kapitel 3, die Klippen Betoniens. Von allen Schätzen dieser Insel, die Betonien genannt wird, sind die imposanten Klippen sicherlich die bekanntesten und beliebtesten. Diese steinernen Wächter haben schon viele Besucher in Erstaunen versetzt und schon so manch ein Feind von dieser befestigten Küste Abstand nehmen lassen. Es ist nicht verwunderlich, dass die Insel in alten Legenden als Zuhause eines mächtigen Felsmonsters galt, dessen zerklüftete Stachel bis ins Meer ranken, zum großen Unglück der Seeleute, die dem Ufer zu nahe kamen. Dass ihre wahre Herkunft weniger geheimnisvoll ist, macht die Klippen von Betonien nicht weniger beeindruckend. Unzugänglich, eingebettet zwischen ihnen befindet sich das Juwel und der Schutz von Betonien, die Himmelsdornburg, errichtet unter der Regentschaft des großen Reman II. Seinen Namens aus dem Felsgestein. Eben dieser Klippen gemeißelt hat die Himmelsdornburg zahllosen Angriffen getrotzt, alt und unbesiegbar. Damit die Quest sammelt Partikel, um den Stab aufzuladen. Hinweis, tötet Kultisten und sammelt Energiepartikel. Sprecht mit Larissa der Gerissenen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ein Spaziergang? Genießt ihr die Landschaft? Larissa, was macht ihr hier?
Ich erkunde nur die Insel. Bin auf diese netten Gesellen gestoßen, die die Gräber schänden, und habe beschlossen, ein paar von ihnen zu töten. Ich habe einige Roben in dieser Tasche gesammelt. Nehmt eine, wenn ihr möchtet, dass die Zombies euch in Ruhe lassen. Danke, Larissa. Ich jage Kultisten, während ihr da mit eurem Stab herumspielt. Wenn ich noch weitere Roben finde, werde ich sie für euch übrig lassen. Diese Nekromanten sind widerlich, aber sie wissen sich gut zu klein. Haben wir das jetzt bekommen? Verschiedenes Questgegenstand. Hä? Ist das in den Sack drinne? Ach da, Blutdurmverkleidung. Okay, dann ziehen wir die doch gleich mal an. Gucken, wie er dann aussieht. Ja, steht ja auch ganz gut, aber nee. Du kriegst irgendwann mal eine schönere Kleidung. So, müssen wir mal gucken. Also die Zombies greifen uns jetzt schon mal nicht mehr an. Das ist natürlich positiv. Man kann natürlich auch auslassen, kann dann, sage ich mal, ein bisschen mehr EP sammeln, kann die Zombies dann auch noch töten. Wir müssen nur gucken, wo Rituale durchgeführt werden, wie zum Beispiel da oben. Ich würde gerade sagen, gar keinen Schaden genommen. Hep. So. Jetzt flattern hier die Bubbles rum. Und die nehmen wir natürlich mit. So, dann haben wir schon mal zwei. Oh, keine Bubbles? Hallo? Ah, toll. Was für eine Enttäuschung hier. Mit den Skeletten will ich noch ein bisschen einspielen. Da weiß ich nicht, ob es cleverer ist, zum Anfang das Skelett zu rufen, dann zu casten oder genau andersrum. So. Wir brauchen noch ein Ritual. Wir können einfach durch und durch stolzieren, weil Zombies sind jetzt ja wohlgesonnen. Da sind gerade die Bubbles verschwunden. Bin mir nicht sicher, ob dann das hier zählen wird. Da kommen Bubbles, sehr schön. Der Stab ist vollständig aufgeladen. Schnell, trefft mich an meinem Grabmal. Ist ja direkt nebenan. Perfekt. Sehr schön. Die Aufgabe wurde schnell erledigt. Ich fühle die große Kraft des Stabes. Ihr habt euch gut geschlagen. Was soll ich damit machen? Der Stab wird in den Kryptenkreise der Verdammnis aufdecken. Dort lauern die Abscheulichkeiten des Blutdornkultes in Löchern verborgen, die ins Reich des Vergessens führen. Stellt den Stab in die Kreise, um diese Abscheulichkeiten in unsere Welt zu locken. Und dann vernichtet sie. Nichts lieber als das. Ja, aber da würde ich jetzt sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Oh, jetzt muss ich ja natürlich aufpassen, wir haben unsere Verkleidung jetzt auch abgelegt, dass ich da nicht noch von Zombies angegriffen werde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, morgen, Abend, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.